Moin, moin und herzlich willkommen zum 11. Spieltag der NPBL bzw. auch dem sogenannten finalen Spieltag dieser bisherigen Season, bevor es jetzt in die Playoffs geht. Ja, heute gegen den lieben Kentakio. Ja, was habe ich noch großartig zu erzählen? Ich bin leicht angeschlagen, deswegen entschuldigt meine Stimme heute. Wenn es definitiv leiser sein sollte als normal, dann entschuldige ich mich hiermit jetzt schon mal vorweg und hoffe, ihr könnt mir das verzeihen. Ja, wollen wir nicht lange warten. Wir gehen heute direkt in die Team-Preview über und gucken uns als erstes erstmal das Team an, was ich gegen den lieben Kentakio mitnehme. Da haben wir als allererstes haben wir das Mock-Mock dabei, diesmal auch wieder mit dem Reaktionsgas, dem Giftschleim, Schutzschild, Irrlicht, Leitteiler, Flammwurf. Dann haben wir das Rillaboom dabei mit dem Schwächenschutz, Schutzschild, Grasrutsche, Kraftkoloss und Akrobatik. Dann haben wir das Trifzepili wieder dabei, nachdem wir das letzten zwei Spieltage nicht dabei hatten. Mit Rückenwind, Irrlicht, Klärsmog und Akrobatik. Dann haben wir das Libalo dabei mit Lebenorb, dem Feuerball, Turmkick, Kehrtwende und Verhöhner. Und dann haben wir das Rabigato dabei mit Zitrobeere und dem Bedroher, Schutzschild, Donnerzahn, Pferdestärke, Frustventil. Und dann haben wir zu guter Letzt das Duraludon mit der Offensivweste dabei und dem Drakometeor, Donnerblitz, Standpauke und Bodypress. Ja, das ist die Aufstellung für den heutigen Spieltag. Und ja, damit wollen wir den lieben Schubi heute besiegen. Ja, ich sag mal so, im Endeffekt geht es heute hier echt nur noch ein bisschen um Ergebniskorrektur. Aber ansonsten um mehr geht es hier gar nicht mehr. Weil ich bin sicher, der Kentakio ist sicher, von daher. Ja, ich hoffe, es wird auf jeden Fall ein spannendes Match und hoffe auch, dass der Kentakio sich gut vorbereitet hat. Und hoffe doch, dass das ein relativ ausgeglichenes Match wird. Und ja, mal abwarten. Also wollen wir jetzt auch direkt starten in die Team-Preview. So, was bringt der liebe Kentakio mit? Der liebe Kentakio bringt Donarion mit, Excadrill, Dusclops, Mantine, Titar und jetzt muss ich gerade kurz überlegen. Wie heißt das Ding nochmal? Min Chao, genau, Min Chao bringt er mit. Ja, da müssen wir jetzt erstmal gucken, was mache ich denn da jetzt? Das ist ja also nicht so ganz das, worauf ich mich vorbereitet habe. Aber gut, mal kicken. Mal kicken, mal kicken, mal kicken. Ich denke mal, ein Lied aus Drifzepili und Weezing wäre ganz nice. Maybe. Ja, doch. Weezing und Rillaboom wäre echt eine nice Idee. Definitiv. Ich glaube, das könnte hier schon stabil gehen. Was packe ich denn noch mit in die Hinterhand? Das ist jetzt die Frage der Fragen gerade. Was nehme ich noch mit in die Hinterhand? Rabigator, Duraludon. Ich nehme Cinderace und Rabigator mit. Und dann wollen wir mal gucken, was das denn so bringt gegen den lieben Kentakio. Er leadet mit Mant, Tax und dem. Ah, jetzt habe ich schon wieder vergessen. Also das Reaktionsgas ist da. Jetzt mal gucken, was der liebe Kentakio so mit sich bringt. Ich glaube, ja doch, müsste ich eigentlich so machen sogar.
das Irrlicht in Menschau. Und dann erstmal gucken. Vielleicht doch erstmal Ravigato raus. Oder ja doch. Deiner Maxters? Ja, Maxter. Okay, finde ich interessant, auf jeden Fall. Ja, interessant, auf jeden Fall. Mentine gedynamaxed. Jetzt kommt die Dynadüse. Oder? Ja, gut. Damit habe ich irgendwie schon gerechnet. What? Okay. Okay, das gefällt mir gerade gar nicht so. Das gefällt mir gar nicht. So, dann gehen wir mal. Für Giga Getrommel. Und dann müssen wir mal gucken. Ich glaube, das erste Match habe ich schon verloren. Das ist nicht mehr zu retten gerade. Coaching, okay. Jetzt wird's interessant. Jo. Das ist RIP. Das ist RIP. Das ist richtig RIP gerade. Ja, Kentakio, das hast du wohl 100%ig gewonnen. Das kann ich nicht mehr gewinnen. Ich wüsste auch gerade echt nicht wie. Alter Vater, ja. GG. GG. Ah ja, dann wollen wir doch mal das Ganze in eine zweite Runde starten lassen. Auf jeden Fall. So, dann. Auf in Kampf Nummer 2. Dann wollen wir mal gucken, dass wir den lieben Kentakio jetzt hier mal wegboxen. Und dann mal let's get kicked, dass wir das hier rocken. Jetzt bin ich gerade ein bisschen provoziert, tatsächlich. Aber gut, da bleibt mir gerade nichts anderes übrig, als hier die schnelle Variante jetzt zu nehmen. Und dann mal gucken, dass das worked. Dass es auf jeden Fall worked.
Ah, könnte ich mich schon wieder drüber aufregen. Erinnert mich schon fast an das Match gegen Schubi, wie ich jetzt gegen Kentakio spiele. Ah, dann wollen wir mal auf in Match Nummer 2. Mal gucken. Mal gucken, mal gucken, mal gucken gerade. So. Dann. Wollen wir mal gucken, dass das auf jeden Fall so klappt, wie ich es mir jetzt vorstelle. Und dann hoffen, dass es auf jeden Fall wegshootet. So. Ja. So, jetzt mal gucken, was hat er vor? Dynamax da auch. Yo. Er macht den same play again. Oh, ja. Es gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder Hau-Druff-Taktik oder Hau-Druff-Taktik. Scheiße, ey. Oh Mann. Es ist einfach gerade echt ein bisschen Worst Case halt. Das erste Match war mega scheiße verloren. Ja. Von daher. Mal gucken, was mich jetzt hier so erwartet. Und dann mal gucken. Okay, Coaching again. Das war auf jeden Fall kein schlechter Spielzug von Kentakio. So, dann wollen wir jetzt doch auf jeden Fall in Richtung pure Zerstörung gehen gerade. Okay, er hat einen Sash auf Min Shao. Das ist schon mal gut zu wissen. Nice to know, auf jeden Fall. Jetzt geht er für einen +2 Boost. Okay. Ah, das könnte jetzt schon eventuell wieder ausreichen, dass er das hittet. Ach Mann, ey, komm, ernsthaft. Dünerdüse. Ist klar, Kentakio, ist klar, dass du ausgerechnet jetzt mit deinem fucking Dünerdüse mich hier fast wegshootest. Genauso musste es ja jetzt kommen. Genauso. So, dann. Dann wollen wir so für den Play gehen. Mal gucken, wie es jetzt so wird. Ich habe gerade irgendwie eine schlechte Vermutung, wenn ich ehrlich bin, dass das nicht so läuft, wie ich es mir vorstelle. Du dreckiger Hund, ey. Du dreckiger Hund gerade, ehrlich. Ja. Das müssen wir auf jeden Fall noch mal üben, Kentakio. Das müssen wir auf jeden Fall noch mal üben. Ich frage mich jetzt gerade, was mich hier eigentlich erwartet noch. Das kann jetzt hier alles werden gerade, gefühlt alles.
Alles. Gott sei Dank. Ah. Ich glaube, ich hätte auch richtig hart abgekotzt gerade, wenn der jetzt wieder gemisst hätte. Ah. Hab jetzt bloß kein Mental Herb drauf, dann hau ich dich echt durch die Leitung durch, Kentakio. Ah, Gott sei Dank. Ah. Yalla, 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 yalla. Heieieiei. So. So, jetzt gehen wir hier aber mal echt für klare Verhältnisse. Meine Fresse, ey. Das ist ja auch was. Nachtnebel, okay. Ja gut, habe ich ja nichts anderes erwartet. Er muss ja irgendwie Damage drücken hier. Dann wollen wir es jetzt so versuchen. Wenigstens den Kill kriegen. Ach ja. Dann gib mir den Kill. Bam. Endlich weg die scheiß Maus. So. So, dann wollen wir jetzt hier nochmal ein bisschen Stally-Stall-Battle machen. Weil ich will die drei Sieger haben. So, dann wollen wir jetzt mal hier endgültig finishen. Damit das Match hier auch mal langsam zu Ende geht. So, damit ein 3:0. Ah, ja, dann müssen wir jetzt mal gucken. Jetzt kommt Match Nummer 3, ey. Das ist erst, glaube ich, dritte BO3 von mir oder so in der NPBL. Aber ja, da müssen wir jetzt nochmal kicken, dass wir da auf jeden Fall nochmal ein Match-Win einfahren. Und dass wir dann den lieben Kentakio hier finishen jetzt endgültig. In der Hoffnung, dass es dann auf jeden Fall für einen eindeutigen Sieg hier reicht heute. In der Hoffnung, dass das dann auf jeden Fall worked. Weil sonst sehe ich auf jeden Fall schwarz hier heute. Und ich habe eigentlich keine Lust zu verlieren. Nicht wirklich, nicht wirklich. Lust habe ich eigentlich heute nicht darauf. Ja. Ja, dann wollen wir auf jeden Fall nochmal wieder ins Match und mal gucken, wofür der liebe Kentakio sich jetzt entscheidet. In der Hoffnung. For the same again, I don't know. Who cares?
Bin mir not really sure. Ja, deswegen also mal hier schön abwarten, meine Freunde. Wir sehen jetzt gleich ein weiteres Match gegen den lieben Kentakio, der jetzt gerade echt auf Timer geht, weil er, glaube ich, ein bisschen verzweifelt ist. Aber das ist, ich war gerade nach dem ersten Match auch ein bisschen überrascht, sagen wir es mal so. Ich habe auch nicht ganz damit gerechnet, wie der Verlauf jetzt gekommen ist. Von daher wird das jetzt nochmal ein Match echt auf dermaßen Augenhöhe, weil jetzt geht es um die Wurst hier auf jeden Fall. Ich oder Kentakio. So, er geht direkt für den Lead. Das habe ich mir jetzt irgendwie schon fast gedacht hier gerade. Deswegen müssen wir jetzt mal direkt gucken hier, dass wir hier ein bisschen Druck aufbauen. Und den Kentakio hier nicht großartig zum Zuge kommen lassen. Schnüffler, gut. Ja. Dann wollen wir doch mal gucken. So, geben wir dem da erstmal ein Irrlicht plus eine Grasrutsche. Das wollen wir doch, das klappt erstmal antun. So, schön. Direkt erstmal richtig Damage drauf, damit er hier erstmal nichts mehr großartig machen kann. So. Gut, jetzt gucken wir uns auf jeden Fall mal an. So, ich bin auf jeden Fall hier für ja doch, für einen Double-Angriff. Auf jeden Fall. So, ja, bär mal ruhig. Ist gerade gar nicht so verkehrt. So, dann. Jetzt wollen wir mal gucken. Switcht er jetzt? Ne, immer noch nicht. Okay. Wundert mich tatsächlich ein bisschen, aber gut. Der liebe Kentakio denkt sich wahrscheinlich seinen Teil dazu. Das Klops ist raus. Das ist schon mal sehr nice auf jeden Fall. Ah, ja. Jetzt wollen wir mal hoffen. Vikavolt. Das ist auf jeden Fall ziemlich nice, dass er das jetzt reinholt. So, dann wollen wir doch mal gucken. Eine Akrobatik auf jeden Fall noch. Warte mal, wie viele Runden TR hat er noch? Eine. So, dann wollen wir mal gucken. Akrobatik. Okay, macht guten Damage. Definitiv hier. Oh Gott, ja. Wie
Geht er hier tatsächlich nochmal für Mantine? Ja, dann. Ja, wollen wir mal gucken. Das ist schon mal sehr nice auf jeden Fall gerade. Spielt uns auch tatsächlich ein bisschen in die Position. So. Dann. Ja, dann wollen wir mal gucken, dass wir den Kentakio jetzt auf den letzten Metern hier noch gefinisht kriegen. Okay, Mantine ist schneller als der scheiß Federhut. Finde ich auf jeden Fall interessant. Aber ist nice to know auf jeden Fall. Ist definitiv nice to know. So, dann Kentakio. Das war's jetzt. Das war's jetzt. So. So, jetzt mal gucken. Vika Volt ist raus. GG. So. Er geht für eine Dynadüse. Was mich jetzt gerade juckt, ist so ein bisschen. Könnte es sein, dass er die Attacke hat, die ich oder. Nein. Eigentlich nicht, nein. So. Wir gehen auf jeden Fall fürs Düner Gewitter. Und damit sollte das Match eigentlich entschieden sein für uns. What the fuck? What the fuck? Really? Really, nigger? Really? Really, nigger? Oh, ey. Bullshit. 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 Ja. Das, Leute, war der 11. Spieltag.
Ich habe heute echt nicht viel zu sagen. Ich bin halt auch nicht hundertprozentig fit. Deswegen, Leute, ich wünsche euch noch einen schönen Abend, schönen Mittag, schönen Morgen, je nachdem, wann ihr das Match seht. Und wir sehen uns dann in den Playoffs wieder.